sich verzogen. Eifrig versucht, deinen Traum zu retten, aber irgendwie lief alles schief. Von nichts kommt nichts. Es läuft alles ziemlich entspannt ab heute. Das Wetter tut sein Übriges. Und alle sind tief eingebettet hier in die Katakombe, die Kreuzlinger Katakomben, da, wie heißt die Halle? Bodensee Arena überhaupt, genau. Ihr seht also, alles ist eingebettet und schaut Film hier. Mal was anderes, in der Bodensee Arena hier in Kreuzlingen. Eigentlich ist es ein untypischer Zustand heute, denn die Gold Edition ist draußen. Und wir erfreuen uns wirklich ganz, ganz vielen 5-Sterne-Resonanzen, 5-Sterne-Bewertungen, sagt man da, Rezensionen. Hier. 89 guten Rezensionen schon. Geht doch. Ja. Hier, der schreibt hier, warum nicht 6 Sterne? Also Amazon, überlegt euch das. Kennt ihr die hier, Krokodile? Aber ich glaube, die Top 100 werden wir schaffen. Ja, es sei denn, man streicht uns wieder aus irgendwelchen Gründen. Möglich wäre es schon. Ich sag nur Echo. Wohl. Und ansonsten gehen wir Bier trinken danach. Gestern Abend haben wir uns sehr zurückgehalten. Außer die Filmleute, die haben sich ein bisschen die Kante gegeben. Der Airbrusher. Die Broscher. Und ich würde jetzt mal sagen, ich gehe mal rüber zu Jonas und fragt ihn, warum er heute so auf Distanz zu uns geht. Er ist ganz alleine drüben. Hat einen eigenen Raum. Oder? Genommen aber, gell? Jonas. So ein bisschen Firma, die Blocker vom Raum rüber zu uns. Jonas rüber. Das war ein schlechter Tausch. Also es muss eigentlich wegen den Blockern sein. Schon eigentlich. Eigentlich seid ihr das Problem. Ja. Deswegen. Frage mal, ob es wirklich will. Frage mal und macht euch das mal aus, bitte. Ja. Reicht euch die Hand, das geht doch nicht, das ist so. Kommsicht. Ja, na, dass der Jonas weggehen muss. Macht ihr uns das mal? Machst du mir den Gefallen? Okay. Ja. Ich bin alleine, weil die Blogger und die Filmer drüben sind. Denke mich an. Nee, Quatsch. Ziemlich viel Rauch drüben und ziemlich viel Lärm. Dann habe ich mich hier ein bisschen ins Eck verbarrikadiert, um etwas Ruhe zu haben, weil ich schlecht geschlafen habe in der Nacht. Aber mittlerweile geht's wieder. Und ja, jetzt gehe ich wieder rüber zu den anderen, mal gucken, was da läuft. Und dann vielleicht im Bus raus noch ein bisschen schlafen. Schauen wir mal. Von Punkrock, Nächstenliebe, meinem Freiheit und Idealen, von eurer schizosozialen Gerechtigkeit, von diesem Spirit of 69. Verarscht euch selbst, verarscht die anderen, der harte Weg im Strom der Massen. Und so sind wir jetzt beim Thema, auch wir beginnen euch zu hassen. 1, 2, 3, 4. Immer, immer wieder, können uns wieder. Ertönen unsere Lieder, eure stummen Schreie, wir bomben auf euch nieder. Hammer, ab geil. Aber kaputt. Richtig geil. Immer wenn frei mitspielt. Richtig geil. Richtig geil. Hey, komm, der war doch der Kerl. Das war der Hammer. Der Hammer. Es war wirklich absolut. Freiwild. Ich finde es schade, dass Freiwild im nächsten Jahr aufhört. Eine Pause macht sozusagen in Gänsefüßen. Null Nazi-Band. Geil war's. Schön heiß, überhaupt nicht anstrengend. Saugeil. Kreuzlingen. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was heißer war. Ich habe es eigentlich so empfunden, dass es vorgestern noch ein bisschen heißer war. Die Crew, die meint, es war heute heißer. Ich habe aber wirklich auch meine Kämpfe geführt mit meiner Kondition, mit mir selber. Ja, Wahnsinn. Genau. 1A-Stimmung. Wir haben A-Leute. Wir haben uns eins verdient. Super. Freunde, so kann es weitergehen. Freiwillig zu groß, Schweiz zu klein. Prost.
Ja.